Moin liebe Freunde, ein herzliches Willkommen, mein Name ist Eve und es ist endlich wieder soweit, es geht weiter. Wir begeben uns jetzt auf zum Kampf. Wird spaßig, wird cool. Ja, bitte, bring mich zum Stadion, let's go. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, weil ich weiß noch nicht genau, was uns erwarten wird, Guys. Also ich weiß schon, ich habe das ja schon mal gezockt, so nicht, aber... Das ist, glaube ich, einmal her gewesen, dass wir da die Liga gemacht haben. Und jetzt müssen wir nochmal gegen den Champ kämpfen. Beziehungsweise, ich weiß, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, wir müssen sogar in den Vorrundenturnier noch gehen. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, aber es sollte sich trotzdem Letchley ausgeben. Wir haben ein sehr, 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 sehr gutes Team dabei. Das Team ist echt very, very strong. Und ich sehe gerade, ich kann mal, glaube ich, eben das Licht anmachen. Muss ich mal so machen. Perfekt. Also das Team, was wir haben, ist halt echt strong. Kann man echt was mit anfangen. Ich weiß nur nicht, spielen wir jetzt gegen alle Arena-Leiter? Nee. Die spielen alle selber gegeneinander. Und wir spielen gegen ein paar von denen. Und dann spielen wir nachher gegen Dings im Abschlussfight. Ja, möchten wir losgehen. Let's go, würde ich sagen. Wird spaßig. Bin gespannt. Ist aber auch so witzig, dass die Arena-Leiter halt Letchley immer antreten dürfen. Und man selber einfach gar nicht. Holy shit. Das ist ja irgendwie voll doof. Und ich muss extra alle Ohren sammeln. Die Arena-Leiter dürfen immer mitmachen. Ich will Arena-Leiter werden. Dann brauche ich nie wieder rumlaufen. Okay. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Deleon, euer Champ, ja. Ja, bla, bla. Das war's heute. Heute wirst du von mir besiegt. Ja. Ich würde es richtig cool finden, wenn es so eine Audio-Verse geben würde, ne? Wenn die halt wirklich dann so in dem Moment wirklich eine Stimme hätten. Also nur für diesen Moment, diese Ingame-Szene halt. Das wäre so sick. Das ist ja richtig cool. Halt. Hä? Wieso ist der denn wieder da, der Boy? Oh nö. Der hat mir schon mal 4 Mons gesackt oder so, habe ich da schon mal. Ich will nicht nochmal. Bitte nicht. Ich habe da schon mal so viele Mons verloren. Ich will nicht nochmal so viele Mons verlieren. Bitte nicht. Kann ich sagen, dass ich nicht gegen dich betteln möchte? Bitte nicht. Bitte. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Bitte. Bitte verschwinde. Geh aus dieser Galar-Region und hör auf, mich zu betteln zu wollen. Oh. Okay. Concentrated, guys. Betsy. Also, an sich ist es ein echt cooler Charakter, ne? Wirklich. Echt cool gemacht. Sick. Aber es ist halt so schwer, gegen diesen Charakter anzukommen. Holy fucking shit. Keine Ahnung, so als Sieg. Bedroher. 51. Also wenn ich Steinhagel jetzt abkriegen sollte, bin ich weg. Definitiv. Safe. Ich glaube, die beste Verteidigung hätte hier Nielsen. Um ehrlich zu sein. Boah, ganz schlechte Verteidigung. Am besten wäre, glaube ich, sogar echt Zeder, Alter, oder? Zeder und dann Feuerball. Let's go, oder? Also ich sollte hier tanken, Erdbeben wird nicht kommen, weil ich ein Flug-Pokémon bin. Das wird der... Nee, werden die nicht. Ja, geht safe. Hätte ich, glaube ich, nicht mit Dings getankt, um ehrlich zu sein. Wir gehen auf den Feuer, weil der muss treffen. Er trifft. Er trifft, meine Freunde. Boom. Sehr schön. Flunky wird auch. 1:1. I love it. Okay, das ist schon mal nice. Gardevoir. Ich bleib drinne. Und werde Gardevoir ein bisschen anschippen. Um ehrlich zu sein. Weil wir haben die Kehrtwende drauf. Die macht ein bisschen Chip-Damage. Das heißt, wir kriegen ein bisschen Damage drauf. Ich denke, wir kriegen eh eine Fee-Attacke ab. Also ein Moonblast oder sowas. Es könnte auch eine Psychokinese sein. Die müsste hier an dieser Stelle aber am besten Tim wegtanken. Tim ist speziell einfach richtig gut. Und da sollten wir auch gut was tanken können mit Tim. Auf jeden Fall, denke ich. Und Wish?
Oh mein Gott, hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Holy shit. Okay. Das ist gar nicht so schlimm. Wir gehen auf den, Say what? Oh mein Gott, fuck it off. Jetzt wird's kritisch. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Jetzt müssen wir strugglen, Alter. Let's go. Hoffentlich macht er jetzt nochmal Wish. Oder halt ein Core Mind wäre genauso gut. Ein Core Mind wäre genauso gut. Macht das viel, bitte, tank es. Alter, macht das viel! Bin ich schneller? Weil mal mit Primarine war ich nicht schneller, ne? Tim, bist du schneller als Gardevoir? Gardevoir ist an sich sowieso ein schnelles Mann. Aber bist du schneller? Nee, bist du nicht. Wo ist Primarine? Nee. Okay, wird nicht schneller sein. Holy fucking shit. Boah, Überrumpler will halt richtig sick machen, aber es lohnt sich nur, wenn ich was sterben lassen kann. Tiefschlag kriege ich nicht down mit. Obwohl, wir könnten 138 Angriff. Wir könnten ihn one-shotten mit einem Tiefschlag. Boah, das wird knapp. Never. Never. Wenn er hätte er gerade den Damage gehabt, dann ja, aber nicht. Oder ich predikte halt einfach jetzt den Core Mind. Ja, let's go. Ja. Shit. Oh mein Gott, Nielsen ist down. Oh mein Gott, fuck. Mel, let's go. Mel muss es jetzt reißen, weil Mel hat den Überrumpler. Mel hat den Überrumpler und damit können wir auf jeden Fall richtig fucking Shit Damage machen. Das tut richtig hart weh. Und wir sind halt schneller, ne? Aber es reicht nicht. Oh mein Gott, ciao. Mel ist auch raus. Oh mein Gott, wir müssen nochmal das ganze Team umbasteln. Fuck. Ich habe letztes Mal auch schon so viele Mons gegen ihn verloren. Holy shit. Tim, Wasserdüse. Finish es. Tim, einfach finishen. Einfach finishen. Let's go. Okay, pass. Knappes Ding. Knappes. Also knapp noch nicht ganz, aber es wird schwieriger. Wir bleiben drinne. Tim ist die beste Wahl. Ach ja, stimmt, es ist ja ein Alola, Galagalopper. Fuck, ich dachte gerade, das ist Dings. Oh Mist. Okay, Schaumserenade gehen wir wieder. Die Psychoklinge müssen wir tanken. Ist nur ein safer Two-Hit. Das heißt, wir könnten, wenn wir es schaffen, ihn safe two-shotten. Und wir kriegen ihn safe getwo-shotted. Weil wir danach hätten wir halt Wasserdüse machen können. Okay, perfekt. Passt. Wir leben noch. Silimbrim kommt. Das Ding ist mega stark. Das Ding ist mega, mega stark. Ich weiß, dass er Dynamaxen wird. Er wird Dynamaxen. Safe wird er Dynamaxen. Oh mein Gott, 53. Fuck it off, Alter. Was ist falsch bei dir? Ein Abgesang wird's richtig sick, wenn ich das könnte. Ich muss es so gut es geht anschippen, damit Mammutel nachher den Rest macht. Ja. Oh mein Gott, ich verliere 4 Mons oder so im Scheiß gegen den wieder. Oh, ich hasse ihn. Das haben wir letztes Mal auch gehabt. Wisst ihr noch in der Höhle Route 1, Leute? Das war so schlimm. Da haben wir das ganze Team fast verjoggt. Da hatten wir nur noch. Nur noch Mel hatten wir damals übrig, glaube ich. Mel hatte das überlebt. Ansonsten haben wir alles verkackt.
Oh, das ist ein guter. Oh, das ist echt guter Damage. Oh shit, das ist richtig guter Damage. Ich habe ja weniger. Okay. Also. Ich könnte es versuchen mit Dennis. Und ich versuche es mit Dennis. Weil ich habe die ein bisschen diesen Glauben, dass Dennis den Hit tanken wird. Oder Dennis ist so flashy geil drauf, dass das Ding misst, weil wir den Pudersand drauf haben. Und mit Luftschiff machen wir mega guten Damage. Let's go. Macht ja gar nichts. Warum macht denn sie schon unsere Grenade gerade so viel und das so wenig? What the fuck, Alter? Ja, ist klar. Ich muss mich hochheilen, Ruhe und let's go. Obwohl, warte mal. Ich darf hier noch ein Heil-Item nehmen. Habe ich noch eine Genesung? Eine Top-Genesung wäre richtig sweet, bitte. Ich habe keine Top-Genesung. Ist egal. Ein Hypertrank geht auch. Ein Hypertrank geht auch. Dann ist zumindest sein. Seine Zeit vorbei als Dynamax-Mon. Das heißt, er macht nicht mehr so viel Damage. Das heißt, er macht noch einmal so viel Damage und dann ist vorbei. Grüner Chinese. Okay. Das macht ja fast noch mehr Damage. What the fuck? Oh mein fucking Gott. Ness. Okay. Okay. Dennis. Lass mich jetzt nicht in Stich. Komm durch und flinch das Ding. Komm durch, komm durch, komm durch und flinch. Komm durch und flinch. Flinch oder weich oder miss. Flinch oder miss. Flinch oder miss. Okay, Dennis down. Aber wir haben noch zwei Mons. Alter, ich verliere gerade alles wieder. Ich habe Soul Twist auf Eve. Oh, ich bin so dumm. Ich hab da eine Soul Twist drauf. Ich hätte das safe getankt. Ja, easy. Ich hab eine Soul Twist drauf. Wir hätten das safe getankt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber obwohl, das wäre auch kritisch gewesen. Ich hätte Dynamaxen müssen, dann wäre ich halt safer gewesen. Aber so ist es halt viel, viel interessanter, wenn man es halt ohne Dynamax schafft, den Typen zu besiegen. Vielleicht mache ich das für die Rüstungsinseln, für das CEC, dass ich da versuche, komplett das CEC ohne Dynamax zu machen. Jetzt müssen wir erstmal unser ganzes Team umstellen. Holy shit. Und ich kann hier nicht wieder weg, ne? Oder? Kann ich hier weg? Kann ich hier raus? Oh! Oh, ich kann hier raus! Oh mein Gott, ich kann raus! Oh mein Gott! Okay, okay, das Team wird umgestellt. Vier Tote. Es sind gestorben. RIP. RIP in Peace, Alter, Dennis. Schau mal, Junge. Niesel, ich hab dich geliebt, Alter. Mel, du warst auch Bombe. Bis jetzt die Male, die du dabei warst, fast immer. Du warst so oft dabei mittlerweile. Okay, wir müssen zu unserem Altbewährten zurückkommen. Timo. Timo, du bist ein Babo. Timo, du bist ein Bies. Ja? Ich nehme noch Maurice mit. So, ich habe mega, mega Probleme gegen Feenmonster. Ich brauche eh irgendwas. Ich nehme Ziel wieder mit. Holy shit, Ziel ist eigentlich echt gar keine so dumme Idee. Wenn ich es zu Durengard entwickle, sowieso nicht. Wir nehmen Ziel mit. Wir trainieren alles auf 50. Ich mache nachher noch ein paar Raids, Guys. Und dann trainieren wir alles auf 50. Und ich glaube, ich nehme Michelle mit. Das ist ganz gut. Damit habe ich meinen Wassermann wieder. Ich könnte auch, um ehrlich zu sein, fällt mir gerade auf, Akuma mitnehmen. Boah, dann nehme ich Tano mit. Inteleon ist auch gut, aber Timo ist halt gut, weil es den Flugtypen hat. Das ist halt wieder nice. Ich könnte dafür auch Marcel mitnehmen, fällt mir gerade auf. Aber Timo ist eigentlich ein bisschen geiler wegen Bulgi und wegen dem Hochrein. Ist ein bisschen sweeter. Dafür könnte ich auch Alina mitnehmen. Und wie gesagt, aber Schwina wäre halt auch richtig sweet.
Boah, das ist halt so kritisch. Also, pass auf, wir haben mit Erdbeben, haben wir den können wir Elektro-Tacken resisten einigermaßen. So, ein Geist-Typ haben wir auch, wie ein Kampfmonster oder so. Wir kriegen von Abschlag nicht so viel, weil wir zwei Mons haben. Pflanze kann uns auch nicht so viel tun. Eisen-Pokémon auch nicht so viel, weil ich jetzt auch Ziel mitnehme. Boden-Pokémon, ja, Boden-Pokémon könnte mir echt gefährlich werden, aber das müsste Michelle eigentlich gut machen können. Besonders mit Falterreigen und so, mit Gigasauger. Blüten wir mit Gigasauger Wachstum. Das erlernt, glaube ich, auf 50 Falterreigen, glaube ich. Muss ich gleich mal nachgucken, Chlorophyll. Das geht, oder? Ja, das geht. Safe, das geht. Das geht. Das geht. Das geht, oder? Ich bin gerade mega überlegt, ich so, das müsste gehen. Timo kriegt das hier. Die Überreste gehen dann auf Michelle über. Und dann würde ich sagen, Guys, das nehmen wir einfach mal runter von Wegen. Wegen hat mir schon zweimal den Arsch gerettet in der Zone, in der Ecklock, ne? Holy shit. Tortonat. Nee, Tortonat wäre nicht so sick. Okay, Guys, wisst ihr was? Wir machen für heute Schluss. Wir machen Freitag weiter. Ich werde bis Freitag trainiert haben. Ich werde alles auf 50 ziehen. Ich werde auch Timo hochziehen. Und auch Ziel werde ich. Obwohl, Ziel können wir noch im Weiteren weggehen. Den Finsterstein müssten wir haben. Den habe ich schon besorgt. Obwohl, wir können Luftballon, Scope-Linse, Evolid. Ah, Evolid wäre sweet auf Timo, ne? Auf Ziel. Nee. Wir sind safe. Komm. Wir entwickeln das Ding. Dann sind wir safe. Dann haben wir einen Duengrad. Duengrad ist super letchy strong. Wir haben, Königsschild, das ist so gut. Wir haben Taktikwechsel als Fähigkeit. Damit können wir auf jeden Fall was machen. Sieh, mein Junge. Jetzt bist du. Jetzt bist du was. Jetzt bist du ein ganz großer. Bist du ein richtig großer. Ich könnte auch Filmo mit dem Filmo gerade auf, statt. Also für Mimikma, aber hier habe ich zwei Geisttypen. Ist halt nicht so sweet. Ich glaube, ich nehme Schlitzer weg. Ich nehme mal Eroas weg. Leoas brauche ich nicht. Sanktoklinge wäre jetzt geil, wenn das Ding jetzt Sanktoklinge hinterher lernen würde. Aber ich glaube, das können wir nur, wenn wir einen Attackenlehrer ansprechen. Wir müssen irgendwie raus. Boah, Alter. Die haben mich gerade so lack gemacht, der Junge, ne? Das ist der Hammer. Mann. Verstehe ich gar nicht. Letztes Mal genauso schwierig. Jedes Mal zickt er von uns irgendwas. Irgendwelche 5-6 Monster sind immer weg, weil er irgendeine Bullshit-Scheiße da macht, der Junge. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn echt. Das ist ein Arschloch. Oh Mann. Ist egal. Wir gucken noch eben schnell. An eine Attacke erinnern. Hier, bitte. Kopfstoß. Very nice. Nachtigall wäre auch geil. Schwer. Ja! Geilo. Matiko. Und Schwertanz. Das wird richtig sweet. Oh mein Gott, das ist richtig sweet. Ja. Kann Michelle jetzt endlich Falter rein? Nee, ne? Michelle kann das, glaube ich. Ich glaube, schreibt mir mal in die Kommentare, wann Michelle das kann. Ich weiß, es ist kurz gegen Ende des Videos, aber schreibt es mir nochmal. Kann schon lernen. Holy shit. Halte rein, let's go. Blütenwirbel kommt weg. Wo Wachstum kann weg. Wachstum kann weg. Und kann mich schnell noch irgendwas Geiles erlernen? Irgendwas Geiles noch. Boah, eine Mondgewalt ist geil. Die klingt halt echt sweet gerade. Die Mondgewalt klingt halt richtig sweet, aber Angriff blühen wir bis weiteres zwei Runden, danach der Angreifer verwirrt. Meine Mondgewalt ist halt sick, ne? Statt Blütenwirbel habe ich zwei Moves drauf. Dann könnte ich auch ohne Feli spielen, also ohne Mauri spielen. Ich mache gerade alles mein Team fertig, ey. Timo hat nichts Besonderes drauf. Das lohnt sich nicht mit Timo. Muss ich gerade überlegen, wer fehlt hier noch? Maurice lohnt sich auch nicht. Liebeskurs, Sideshock, alles gut.
Ja. Schlafbruder ist eigentlich auch ganz sweet. Damit kann ich mich halt setupen die ganze Zeit. Perfekt. Okay, Guys. Das lassen wir so. Also, so sieht's aus. Schaltet ein, ja. Beim Part am Freitag wird interessant. Mal gucken, wie das Team sein wird. Ich werde alles hochtrainieren. Michelle, ich hoffe, wir schaffen die Arena-Leiter. Ich hoffe es. Also den Champ Cup. Und wenn es euch gefallen hat, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag. Bleibt gesund. Krass. Und da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Wenn es dir gefallen hat, lass doch einfach mal ein Abo da. Links und rechts findest du noch eine Playlist, die dir vielleicht gefallen könnte. Würde mich riesig freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Und wenn nicht, dann schreib doch einfach mal einen Kommentar. Würde mich da auch drüber freuen. Und ansonsten, bis zum nächsten Video.